So, da das immer ein wenig dauert, habe ich mal in Ruhe gerade den letzten Spielstand geladen. Es dauert nämlich immer, wenn er einige Mods noch laden muss. Wir sind also wieder hier vor Ort. Schon wieder. Und müssten noch auf dem Stand von eben sein, dass wir, ja genau, nur noch diese Teile brauchen. Okay. Ich mache es jetzt mal so. Ich mache das gleiche wie eben. Aber diesmal fünf. Fliege ich mal in die andere Richtung. So, ich hoffe, da gibt es auch Gold. Ich glaube, das war Gold, was wir da gesehen haben, aber da war ein bisschen sehr viel los. Noch näher ist, glaube ich, keiner dran. Ich fliege also mal gerade hier rüber und gucke mal, ob wir weiterkommen an der Stelle. So, einmal bis 100 und Bremsmanöver. Und ich hoffe, wir finden da auch Gold und nicht gleich wieder Gegner. Das wäre total toll. Okay, und ich muss unbedingt dahin zurück und darf nicht in eine andere Richtung fliegen. Ich habe, glaube ich, die Boje vergessen. Verdammte Scheiße. Ich habe die Boje vergessen. Wir haben keinen Sichtpunkt nach Hause. Das ist extrem schlecht. Ich muss mir also ganz dringend die Richtung merken. Sonst habe ich ein großes Problem gleich. Der war's. Hier müssten wir auch mal einen anderen Reaktor einbauen. Das verdammte Ding kommt mit den paar Triebwerken, die dran sind, schon nicht klar. Naja, was heißt paar Triebwerke, aber wir haben halt eine große Masse. So. Wir fliegen hier nochmal durch. Kobalt ist hier noch drinne. Uran, Silber, Magnesium. Alles Mögliche, aber kein Gold. Das finde ich überhaupt nicht komisch.
Das war, glaube ich, unserer, ne? Nee, war er nicht. Einmal mit dem Durchgeflogen schon die Orientierung verloren. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, das da war unserer. Nee, das da. Oh Mann, irgendwie sowas. Auf jeden Fall fliege ich jetzt erstmal wieder retour. Und ja, ich weiß, das ist nicht unserer. Ich meine, der da war unserer. Aber ich will den anderen auf dem Rückweg noch abklappern. Ob wir möglicherweise dort etwas finden. Ja, doch, es ist winzig klein, aber man sieht es. Da das große Schiff, man sieht es da an der Seite vom Asteroiden, glaube ich. Ja, da ist es, genau. Okay, wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Wir haben nämlich die Boje vergessen, verfluchter Kack. Aber egal. Wir fliegen jetzt erstmal noch zu dem anderen und beten, dass da Gold ist. Da sieht man unsere Konstruktion. Ich hoffe, sie ist noch ganz. Wir sind ein bisschen schnell. Ich bremse schon wieder zu spät. Also ich sehe Kobalt, Shale, Iron. Aber kein Gold. Shit. Da ist schon wieder ein Fighter. Oh shit. Boah. Magnesium, Uran, Eisen. Da sehe ich auch nichts dran. Das war unserer, oder? Ich glaube. Jetzt werden wir mal versuchen, wie gut unsere Abwehr funktioniert. Scheiße, ist er das oder ist es der? Es müsste der sein, oder? Ich glaube, es ist der. Scheiße, orientieren in Kampfsituationen ist kacke. Nee, es war doch der Richtige, oder? Ich meine, es war doch der Richtige.
Orientieren in Kampfsituationen. Es ist nicht meine Stärke. Da kommt der Jäger schon wieder. Wir driften hier so ein bisschen in eine Kurve. Ja, das ist der Richtige. Er kommt schon wieder näher. Ich versuche mal nebenbei ein bisschen zu bremsen. Der Laser ist aktiv. Das heißt, wir sind keine 2 Kilometer mehr entfernt. Okay, also eines hat das Ganze ergeben. Unsere Abwehr ist nicht schlecht. Okay, das sieht alles gar nicht so schlimm aus. Die Seite hat einen bösen Treffer kassiert. Da ist also einiges an Triebwerken weggefetzt. Oh nein! Oh, da ist ein Frachtcontainer weggeschossen worden. Oh, ich hoffe, wir haben nicht zu viel Material verloren. Das meiste Material war oben in den Dingern. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Material verloren. So, mal gerade gucken hier. So, und ich gucke mal gerade, ob das hier irgendwie Bauteile sind, die wir vielleicht noch abbauen können, ob die Geschütze irgendwas übergelassen haben. Oh nee. Ja, nein, das waren keine Bauteile.
Ups. Ja, die haben sie so zerfetzt. Beute gibt's da auch nicht mehr. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so dermaßen zerlegen. Sind wahrscheinlich auch alles Asteroiden. Also ich sehe hier nirgends noch irgendwelche Teile von den Schiffen. Die haben sie total zerfetzt. Ja gut, also ich würde sagen, der erste Test war sehr erfolgreich. Ich kann mir jetzt nicht mal, leider kann ich jetzt nicht sagen, welches Geschütz am coolsten gewirkt hat, weil, also ich konnte nicht sehen, welches wie eingeschlagen hat. Dafür war es einfach zu viel durcheinander. Aber das sieht sonst auch sehr gut aus. Die Schiffe scheinen auch definitiv nicht die Kleinteile, sondern die Geschütze als erstes ins Visier genommen zu haben. Das hat gar nichts abgekriegt. Das hat ein bisschen was abgekriegt. Das bauen wir mal wieder auf. So, der klassische Fehler nach dem Laden von... Moment. Da ist noch Munition rausgefallen, das wollen wir ja nicht. So. Boah, ich sehe echt nichts mehr von den Viechern. Okay, also erster Test definitiv positiv. Gatling, Laser, die Vulcan Cannon da, der Raketenwerfer. Scheint alles sauber funktioniert zu haben. So. Jetzt wollen wir das Ding aber wieder montieren. Die war das. Ein paar Motoren brauchen wir noch. Das müsste machbar sein. Ich gucke hier gleich mal, was alles beschädigt wurde. Aber so viel scheint echt nicht zu fehlen. So, wir packen mal gerade die Steuerung wieder rein. Gucken, ob die von da automatisch weggeräumt werden. Ja, die holt sich die Knarre automatisch ab, das ist okay. Kontrollfeld, Autocannon. So, Meteore aus. Kleine Schiffe, große Schiffe an. Stationen, Neutrals aus. 800 Meter läuft.
So, die ist wieder eingestellt. Inventar. Die Canon hat die ersten. Die Minotaurus hat noch einige Magazine. Das klingt sehr gut. Der Laser Turret. Oh, der hat ein bisschen mehr diesmal. Der hat ja fast 100 Schuss verbraten. Ist aber nicht so schlimm. Der Raketenturm, der hat nichts mehr. Und die Gatlings sind noch gut beschützt, bestückt. Aber der Raketenturm hat nichts mehr. Das ist ärgerlich, aber jetzt gerade nicht zu ändern. Oh, interne Panzerung und was? Interne Panzerung und Computer. So, welcher war es? 8? Ne, 7. So, das System läuft wieder. Der Rest ist alles noch heile hier. So. Da war nur die Verbindung. Achso, da war auch eine. Die ist auch weggefetzt. 4. Der Rest scheint wirklich heile geblieben zu sein, das ist gut. Dann wollen wir mal sehen, dass wir das Ganze ein bisschen besser stabilisiert kriegen, würde ich sagen. So. Bevor wir jetzt nochmal wegfliegen, würde ich das Ganze gerne etwas mehr stabilisieren. Wir docken erstmal wieder an. Ich weiß, wir haben jetzt nichts erreicht, was mich selbst schon tierisch ankotzt. Aber so. Verriegeln. Triebwerke aus. So, da ist auch ein Triebwerk weggefetzt. Wir müssen beweglicher sein, sonst funktioniert das nicht. Der Reaktor sitzt da mittig drunter, da kommen wir so gar nicht dran, ne? Thank you.
Ja? Ah, die Meteoriten. Wow. Das Ding ist krass. Der Laserturm geht echt ab. Da sollten wir ein paar mehr von holen. Die LDS oder wie das heißt. Das sind geile Dinger. Meine Güte. Also vor Asteroideneinschlägen brauchen wir keine Sorgen mehr haben. Aber. Wir haben hier dennoch das Problemchen. Also wartet mal. Wie ist eigentlich der restliche Zustand? Ich hatte ja den Eindruck, die haben uns so gut wie gar nicht getroffen. Trotzdem möchte ich hier mal abchecken, ob noch was groß passiert ist. Ah, das hat einen Kratzer abgekriegt. Ah, wir haben aber wirklich nicht viele Beschädigungen davongetragen. Eine ungünstig platzierte Rakete hatte uns getroffen. Das war schon alles. Das war schon alles. Ansonsten sieht hier alles gut aus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich glaube, sonst sieht alles gut aus. So. Und wie gesagt, wir werden hier... Das ist Reaktor groß, genau. Wir werden den mal gerade vom... Dingens trennen. Reaktor groß. Aus. Förderbandsystem benutzen. Aus. Wir brauchen ja auch einen anderen Reaktor. Okay, ich brauche mehr Frachtkapazität hier. Da nehmen wir jetzt mal gerade den Kern. Es läuft alles weiter jetzt über den kleinen Reaktor da unten. Solange wir angedockt sind, hat das Schiff also trotzdem Energie. Koppel ich es jetzt ab, kriege ich es nicht wieder gestartet. Weil kein Triebwerk dran ist. So. Ich würde jetzt gerne... Nicht Reaktor groß, sondern... Arc-Reaktor, ja, von mir aus, aber... So, Reaktor. Der normale, große Reaktor brauchte... 95 Reaktorkomponenten.
190, 285. Ich will mal gerade gucken. Die Fusionsreaktoren. Der war, meine ich, leistungsstärker. Und der war noch ein bisschen leistungsstärker. Aber hat der... Genau, der hatte nur... einen Zugang, ne? Ah, Moment. Den gab es auch anders. Fusionsreaktor. Tiny. Tiny. Was ist das denn? Ich meine, es gab... Doch nicht. Den gab es nämlich als Six-Point. Also, dass der an mehr Seiten angeschlossen werden konnte. Jetzt gibt es den mehrseitig anschließbaren nur noch in ganz klein. Dann gucken wir mal mit dem normalen. Der hat 15 Megawatt. Ich glaube, der große Reaktor... Ja, 15 Megawatt. Der Arc-Reaktor wird haben 20 Gigawatt. Das ist also statt 15 Megawatt 6 Gigawatt. Das läuft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, der kleine, der große Reaktor im kleinen Baustil ist genauso groß wie der kleine Reaktor im großen Baustil. Und der kleine hat, glaube ich, also der andere hat 1475 Megawatt statt 15 geliefert. Das heißt, es müsste ungefähr das gleiche sein. Ich will nämlich nur gleich wissen... Wenn ich den einpassen kann, einbauen kann ins Schiff, will ich natürlich wissen. Da müssen wir gerade mal nachsetzen. So, die brauchen wir gleich erstmal. Ich glaube, Gerüst war, dann brauchten wir noch Stahl, dann brauchten wir ein paar Motoren. Kleine Rohre.
Reaktorkomponenten. Wir gucken mal gerade. Ja, wir brauchen nur noch Reaktorkomponenten. Okay. Jetzt will ich wissen, was leistet der Azimut-Reaktor. Das Doppelte, fast 30 Megawatt. Das ist in Ordnung. Die doppelte Leistung, ich hoffe, das reicht. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Wird aber wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Hier drinne. Der ist fast voll, wartet mal. Das ist der mittlere Frachtcontainer 4. Ist da... Nee, ne? Das... Der lag hier drunter, da ist nichts Wichtiges drinne. Seitlich keine Verbindung, der war nur hier dran. Hier dran war der verbunden. Okay. Dann werden wir jetzt noch einen Reservereaktor einbauen. Ach. Wir hatten noch gewechselt. So. Und zwar muss ich da jetzt erst... Nett. Ja gut. Nichtsdestotrotz. Okay. Reaktor Nummer 6. So. Der soll nämlich... da noch dran. So, da brauche ich nochmal 300 Reaktorkomponenten und 15 Supraleiter. 15 Supraleiter haben wir, das sollte also kein Problem sein. Reaktorkomponenten, Reaktorkomponenten. Wo sind sie? Da. 1, 2, 3. Zack. Ein bisschen Metallgerüst noch und die Reaktorkomponenten. Okay. Thank you.
Ach, ich bin schon wieder vollgeladen hier. Der müsste so befüllt werden können. Sehr schön, der läuft auch. Asimut-Reaktor hatte 30. Der hat 60 Megawatt. Okay, wir sind also von 15 auf 90 Megawatt. Mit zwei Reaktoren im Schiff verteilt. Der ist darüber angeschlossen. So, wir wollen ihn ein bisschen panzern, damit auch nicht sofort wieder was passiert. So, denn jetzt wollte ich, hier fehlen ja einige Triebwerke, die wollte ich direkt mal austauschen. Wo waren sie? Die Triebwerke. Da waren die Triebwerke. So. Armor Thrusters. So. Und zwar wollen wir... Nee, nicht Large. Oh, die brauchen auch Superkonduktor und Advanced Thrust Modul. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Superkonduktor, ein paar haben wir ja. Advanced Thrust Modul braucht auch Gold. Alles klar, vergiss es. Alles, was gut ist und uns helfen würde, funktioniert nicht. Also kommen da erstmal die normalen Triebwerke wieder rein. Thank you.
3, 6 und 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlen 3 Stück. So, die Seite ist wieder vollständig. Die Seite ist auch wieder vollständig. Wir wollen ja nicht, dass der auf Anhieb erledigt wird. Großes Stahlrohr. Sind alle dran. Die sind wieder alle dran. Die sind auch alle dran. Die sind auch alle dran. Wir müssen leider, leider Gottes doch mit den Basistriebwerken auskommen. Das Einzige, wir haben jetzt mehr zum Rangieren reicht es ja. Das, was wir haben. Zum Rangieren reicht es ja. Und zum Bremsen nehmen wir einfach 2 weitere Triebwerke. Es ist ja ein bisschen Panne, aber... ich kann es gerade nicht ändern. Wollen wir noch? Ja, wollen wir, komm. Drauf geschissen, goss ja nix. Im Gegensatz zu den Triebwerken, die uns wirklich helfen würden, kosten die ja wirklich fast nix. Dann hätte ich gerne noch ein paar Stahlrohre. So, das sieht jetzt echt schon fast gruselig aus, aber ist egal. Der Zweck heiligt die Mittel, es funktioniert so und gut ist. Leiden das Ganze noch ein bisschen. Nicht schön, aber selten, ne? Thank you.
wenigstens von der Form her einigermaßen synchron. Triebwerke hat man ja eh etwas anders platziert. Ach so. Ah, jetzt habe ich sie nicht mehr dabei. Machen wir noch zwei Männer da und zwei Männer hier. Fehlt ja sogar noch eins nach unten. So. Vielleicht sind wir so wieder ein bisschen mobiler. Denn, wie wir festgestellt haben, wir müssen verdammt schnell werden. So, Triebwerke. Alle Triebwerke. Speichern. Sind alle aus, das hat scheinbar funktioniert. Jetzt sind alle an. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt versuchen wir uns nochmal Gold zu besorgen. Aber vorher... So. Wir hatten da eben eine Kleinigkeit vergessen. Boing. Stahlrohr, Kommunikationskomponente, okay. Ja, ich weiß, ich und mein Ordnungsfimmel. Ich will jetzt gerade erst wieder ein paar Sachen hier zusammenrücken. Denn einen Teil davon werden wir nachher brauchen.
haben wir hier noch? Nein, 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 nichts, 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 nichts. Okay, noch hat der Raketenturm. Aber wie wir eben gesehen haben, ein größeres Gefecht und dann ist es vorbei. Raketenbehälter. So. Die lassen wir gerade noch fertigen. Dann kann er damit weitermachen. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir gesagt, brauchen wir die Dinger. Was habe ich noch gesagt? Ich glaube, ich brauchte noch... Ach, ich bin schon wieder voll beladen hier. Dann wollen wir doch die schweren Sensorkomponenten, Kommunikationskomponenten schon mal loswerden. So, und dann hatten wir, glaube ich, gesagt, wir brauchen noch ein paar Rohre und wir brauchten noch... kleine Rohre auch noch, ne? Genau. Ich glaube, das war's schon, oder? Oh, ja, nur, was? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Oh, nice. Diese schweren Geschütze sind echt heavy. Zieht euch das rein. Von dem Ding ist ja nichts mehr über. Und wir nehmen noch ein bisschen mit von allem, was wir so kriegen. Es driftet zu schnell davon. Ja, cool. Okay, das scheint aber genau so funktioniert zu haben, wie es geplant war. Was ich ehrlich gesagt episch geil finde und echt toll.